Dem Notruf eines Pizzaboten folgen Stefan Sindera und Dennis Mann nach Köln-Ehrenfeld. Am Einsatzort fliegen nicht nur italienische Spezialitäten, sondern auch die Fäuste. Hallo. Meine Herrschaften. Hallo. Hallo. Dürfen wir Sie mal hier rüber? Sie wollen nicht verarschen, so redest du überhaupt noch mit der. Ich hab gesagt, du solltest schnell mit der reden, was soll die Scheiße? Ich bin hergelaufen. Hallo, Polizei ist da. Emotionen fahren runter. Ich erkläre den Pizzakrieg von Ehrenfeld jetzt für beendet. Okay, wir fahren jetzt alle runter. Ja, wollen wir hoffen. Das wollen wir hoffen. Sie sind vermutlich der Herr Ferro. Genau. Sie haben ja alles gut. Guck dir das mal an, mich auch. Oh mein Gott. Okay. Meine Herrschaften, ganz kurz. Holen Sie bitte alle mal Ihre Personalien raus. In der Zwischenzeit will ich hier mal was klären. Was macht der denn hier? Daniel. So. Sie haben uns gerufen. Was ist passiert? Ja. Keine Ahnung. Jemand bestellt die Pizza. Sie meinte, sie hätte die Pizza nicht bestellt. Hab ich auch nicht. Dann ist diese Furie da um die Ecke gekommen. Der hat angefangen zu schreien und Pizza zu schmeißen, was hier soll. Und ich möchte einfach jetzt wissen, wer diese Pizza bestellt hat. Ja, ich nicht. Nein, habe ich nicht. Jetzt? Ja, locker. Okay. Also die würden auf ihren Namen einen Moment bestellt. So. Interessiert Sie vielleicht nicht, der Kollege und ich, wir kommen gerade aus der Pause. Unsere Mägen sind etwas sensibilisiert. Von daher wollen wir das jetzt hier ganz ruhig abhandeln und klären. Ja. Wieso kam es überhaupt dazu? Ich meine, das ist ja auch Ihr Wagen, ne? Genau. Dass der jetzt hier so aussieht? Ja, danke der Madame da. So, dann erklären Sie mir mal, was das hier für ein Aufgebot ist. Er ist mein Freund, sie ist die Ex von ihm. Ich habe beiden gesagt, sie sollen nicht mehr miteinander reden, weil ich genau weiß, dass sie noch auf ihn steht. Und was sehe ich? Er geht zu ihr und sie fängt an mit, ja, du hast die Pizza. Ja, hätte ich auch gesagt, ganz ehrlich. Meinst du, ich bin blöd oder was? Ja, dann habe ich halt die Kleine. Warum haben Sie hier das Auto zugerichtet? Weil es mir auf den Sack geht, dass sie überhaupt noch mit dem redet. Nicht mehr alle aus. Es geht allerdings nicht nur um das Eifersuchtsdrama unter den Beteiligten. Die junge Dame, der die Pizzen geliefert wurden, hat sie angeblich gar nicht bestellt. Seit Tagen bekomme ich Pizza nach Hause geliefert. Ich habe nie Pizza bestellt. Und ja? Eine Pizza, oder? Nein. 10 Pizzen. Eine Monat, zweimal in der Woche, 3 Pizzen und heute 10 Stück. Ich meine, wer ist denn 10 Pizzen? Hallo? Das hast du doch alles inszeniert, damit er wieder neu kommt. Ja, nee, ist klar. Ich habe ja mit Sicherheit wohl was Besseres zu tun. Ja, oder genau. Sie war das vielleicht. Also ich, was für ich? Ja. Können wir ich das machen? So. Ich bin der Meinung. Also, Sie sind sehr viele Leute. Wir kennen uns alle nicht. Ja. Jetzt wäre für mich mal ganz interessant, wer ist. Wer wohnt denn hier überhaupt? Wir beide. Wir sind Mitbewohner. Sie wohnen hier. Und Sie haben die Bestellung hierher bekommen. Genau. Sind die Pizzen bezahlt? Ja, die Pizzen sind bezahlt. Okay. Aber wir wollen die Ich kann eine Pizzeria anrufen, fragen, wer die bestellt hat. Machen Sie das bitte. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin der Meinung, sowieso, es geht alles auf seine Kappe. Wer ist er? Er ist mein Ex-Freund. Okay. So, nur, dass Sie das verstehen, ich war mal ein bisschen fülliger und jetzt habe ich 40 Kilo abgenommen. So, wir haben uns getrennt und ich bin der Meinung, weil er will mich zurückhaben, dass er einfach immer Pizza bestellt, wenn die Pizza halt da ist, esse ich sie halt. Also, ne, ist ja. Da will er sie wieder adipöser machen. Besser ist zu tun, als hier ständig Pizza zu schicken. Ja, genau, Daniel, das ist fair. Hat der Ex-Freund viel Geld in Pizzen investiert, um seine Verflossene wieder in die Fettsucht zu treiben? Für die Beamten klingt das unglaublich. Deswegen rückt jemand anderes in den Fokus. Kurz zu Ihnen. Wie heißen Sie? Jessica Nöring. Frau Nöring, ist es so, dass ich, und ich weiß nicht, ob mein Kollege da d'accord geht, dass ich dieses Verhalten nicht als normal einschätzen würde? Ich weiß nicht, kennst du es so von zu Hause? Also Essenschlacht habe ich auch gemacht, da war ich 3. Also, ja, was machst du denn sonst hier? Ich wollte dich von der Arbeit abholen, dann sehe ich, dass du hier hingehst. Ich habe immer anders Schluss. Woher willst du denn wissen, wann ich Schluss habe? Frau Nöring, so, jetzt kommen wir zu den Konsequenzen Ihres Handelns, was ja normal ist. Ne? Ich bin ja froh, dass ich hier kein SEK und so ein Einsatzkommando rufen muss. Ne? Kann ja hier alles noch kommen. Der Wagen, der muss gewaschen werden, ne? Da gehe ich von aus. Ja. Da fahren Sie mit in eine Waschanlage. Die Rechnung geht dann an die Frau Nöring, die macht das sehr gerne. Die kommt dafür auf. Bitte? Gerne. So. Freude. Dann ist es so, Ihre Klamotten werden gereinigt, wird die Frau Nöring auch für aufkommen. Jetzt, wie ich das gerade gesagt habe, können Sie auch eine Anzeige stellen wegen Körperverletzung. Wenn Sie Ekel und Widerwillen empfinden, wir würden das aufnehmen, können Sie sich ausrufen. Also ich habe jetzt bei uns in der Pizzeria angerufen und der Mitarbeiter hat mir die Nummer von derjenigen, der das Pizza bestellt hat. Okay, 0163. Richtig. Das ist meine Telefonnummer. Das ist meine Handynummer. Ja, ich bestelle mir selbst Handy. Du bist natürlich immer schuld, ne? Ja, ganz ehrlich, dir traue ich auch zu, dass du irgendwie mein Handy hackst oder so. Du kennst dich doch aus mit diesem ganzen. Ich bin froh, wenn ich mein eigenes Handy bedienen kann. Entschuldigung, haben Sie denn? Hacken. Drin in der Wohnung. Hab ich auch so viel Zeit für. Da müssen wir Ihren Ausweis holen. Ja, hab ich alles drin. Gucken wir mal bei Ihrem Handy von mir aus. Entweder hat sich jemand in das Handy der jungen Frau gehackt oder es ist in fremde Hände gelangt. In der WG der beiden Frauen gehen die Beamten der Sache auf den Grund.
Frau Münch, Sie hatten jetzt auch gerade Ihren Ex-Freund in Verdacht. Ja. Deswegen, weil er sich technisch mit Sachen irgendwo gut auskennt. Er ist ein richtiger Computer-Nerd. Er sitzt den ganzen Tag an seinem Computer. Ich bin von morgens abends arbeiten. Ich bin froh, wenn ich mein eigenes Handy bedienen kann. Sobald er zu Hause war, früher hat er sich an seinen Computer gesetzt. Er kennt sich super damit aus. Ich traue ihm locker zu, dass er da hier irgendwas... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne ja nicht mal deinen PIN. Ja, genau. Kennst du nicht, ist klar. Sind Sie denn im Guten auseinandergegangen? Also, oder, ja. Oder wie man es halt macht, ne? Es war eigentlich relativ okay, aber seit er da diese neue gestörte Freundin hat, die denkt, dass ich noch was von ihm will. Ja, wenigstens einen ordentlichen Körper. Außerdem, Entschuldigung, was war eigentlich gestern? Gestern laufe ich hier über die Straße und ich habe jetzt dadurch, dass ich auch wieder die Pizzen und alles ein bisschen zugenommen, läuft er an mir vorbei und sagt, ja, die neuen Kilos stehen dir so gut. Ja. Soll ich denn dazu sagen? Ja, also, aber dann sag doch, mach doch nicht so. Guck dich doch mal an, ey. Ich fühle mich wohl so. Ah, okay. Ey, war froh für Sie, dass Sie so abgenommen haben? Ja gut, spielt jetzt für uns erstmal keine... War die Nummer war im Handy drin? Ja, aber ich habe da nicht angerufen. Hatte der Kollege Herr von dem Pizzadienst nicht gesagt, dass der Chef gleich wieder da ist? Also vielleicht rufen wir noch mal an, dass wir vielleicht rausfinden, wer bezahlt hat. Stefan Sendera erfährt, dass die Bestellung per Überweisung beglichen wurde. Das Konto gehört überraschenderweise der Mitbewohnerin. Frau Hoffmann. Ha, siehst du. Wieso? Hast du meine Bankkarte benutzt dafür? Klar. Auf jeden Fall. Also Frau Hoffmann waren Sie. Ja, ich bin Frau Hoffmann. Also ehrlich, ich verstehe jetzt gar nicht mehr, was hier gerade passiert. Aber ich habe die Pizzen nicht... Du bist auch die Einzige, die an mein Handy kommen könnte. Das würde auch Sinn machen. Aber du könntest ja auch an mein Portemonnaie gehen. Also wir können ganz sicher gehen, Melissa Hoffmann hat mir jetzt gerade den Herrn gesagt. Ja, ich bin Melissa Hoffmann. Okay, dann haben Sie also die Pizzen bestellt. Nein, habe ich natürlich nicht. Warum sollte ich Pizzen bestellen? Gibt es auch irgendwie so einen außerirdischen Hacker, der sich an Ihr Bankkonto gemacht hat? Ja, und bestimmt. Von dort, ich alles fremde, natürlich. Böse Mächte. Aber Sie müssten ja auch merken, wenn das ist ja jetzt schon mehrfach passiert, dann müssten Sie auch merken, dass dann mehrfach Geld von Ihrem Konto abgebucht worden ist. Also, wenn das jetzt schon seit einem Monat geht. Mensch, du kannst doch froh sein, dass dir jemand deine Fressattacken bezahlt. Was? Wie? Was für Fressattacken? Von was redest du hier gerade? Mensch, das ist so gemein. Du hast 40 Kilo abgenommen und aber 5 schon wieder draufgefressen. Du bist selber schuld, dass du die Pizzen isst. Ja, wenn die herbestellt werden, esse ich sie halt. Aber was soll das denn? Du hast mich so unterstützt bei dem Abnehmen. Ich verstehe nicht, wo jetzt das Problem ist. Ja, ich... Mensch, es hat mich genervt letztens im Club. Alle Typen haben nur noch dir hinterher geguckt, weil du so abgenommen hast. Ja, und deswegen boykottierst du mich hier und bestellst mir Pizza oder was? Was soll das? Du bist doch meine Freundin. Ja klar, und deswegen habe ich dich wieder unterstützt im Zunehmen. Ist das dein Ernst gerade? Du weißt ganz genau, wie hart das für mich war, diese 40 Kilo abzunehmen. Und ey, dann machst du sowas. Ernst. Was ganz im Ernst? Ciao, du bist echt, also sorry. Also ganz ehrlich, anscheinend... Okay, kann ich was sagen? Ich lebe wahrscheinlich in einer ganz anderen Welt als die Herrschaften hier, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Sie haben jetzt wirklich tatsächlich Pizzen bestellt in der Hoffnung, dass sie wieder dicker wird? Ja, sie hat sie ja selber gegessen. Meine Güte. Wie alt sind Sie? Freundin. Bitte? Wie alt sind Mit Sie? 21. Gehen Sie arbeiten oder so? Ja. Ich bin Anwaltsgehilfin. Sie sind Anwaltsgehilfin. Beim Anwalt arbeiten Sie? Ja. Tragen Sie mal den Fall, was Sie ja fabriziert haben seit Wochen, bitte Ihrem Chef vor, ja? Ich habe doch nur Pizza bestellt, hallo? Ja, aber es geht doch darum, Sie haben niemanden geschadet. Nee, gar nicht. Du hast überhaupt nicht. Du hast niemanden geschadet, die zu essen, ja? Ja, genau. Okay. Du weißt es, du kennst mich doch, wir wohnen zusammen. Du weißt ja, ganz genau, wenn das hier steht, okay. Dann ich möchte, also wir sind wirklich von der Polizei und wir haben gleich noch richtige Polizeieinsätze, ja? Und solange wir uns hier aufhalten, können wir die nicht wahrnehmen. Ja. Und das Ganze, muss ich sagen, ist mir richtig zu doof, ne? Die Mitbewohnerin bleibt straffrei.